Hier gab's. Da das Rubin-Diadem. Nee, das ist das Elfendiadem. Achso, nee, da stand hier das Rubin-Diadem, stand da eben gerade. Da, stimmt, da. Und da steht halt kein, keine Verteidigungspunkte und auch kein Preis. Und da steht Nebenstand, Fundort ist geheim. Dann kursierten da echt im Internet jahrelang diese Gerüchte, bla bla, musst du auf der Mana-Festung irgendwie einsammeln, ganz viele Mobs töten und so weiter. Und dann irgendwann kommt das denn. Aber ich hab's halt nie gefunden. Nachdem ich irgendwie Level, keine Ahnung, 80 war oder so, hatte ich auch keinen Bock mehr. Später hat man dann rausgefunden, in einem Interview mit dem Redakteur, nee, der Redakteur von der Nintendo wenigstens hat dann den Entwickler von Nintendo interviewt, wo denn jetzt dieses Item ist. Und der hat sinngemäß gesagt, das haben sie rausgenommen. Oh, schön. Das war blöd. Die fanden das zu stark. Das ist nur in der japanischen, glaube ich. Oder vielleicht nicht mal da. Ich glaube, es kann auch sein, dass es ganz rausgenommen haben. Auf jeden Fall in der PAL-Version ist es nicht drin. Wie war das noch mit der schönen, mit schönen Celebi, ne? Und so. Ja, genau. Ah, da ist er wieder! Das hatte ich dir auch bei Facebook gepostet, ne? Ja, genau. Auch so geil, weil die Celebi sollte es ja auch in Gold und Silber und Kristall geben. Gab es aber auch nur in Japan, indem man da zu einem seinen Gameboy Radio einschaltet. Also gab es anstatt eines Pokémon Centers im Spiel sogar eine richtige Radiostation, wo man den Pokémon Radio, glaube ich, hören konnte. Mit so einem Modul. Oder irgendwie sowas war das. Auf jeden Fall gab es denn da, wenn man sich das erste Mal damit verbindet, den GS-Ball. Und mit dem konnte man halt zu diesem Schrein im ersten Wald da reingehen und den da reinlegen und dann kam Celebi. Ja. Ja. Und bei uns haben sie den Schrein dann stehen gelassen und gesagt, ihr fickt euch, wir erzählen euch auch nichts dazu. Es laggt schon wieder! Kann das sein, dass es Fraps ist? Ist das Fraps? Ich glaube nicht, dass es Fraps ist. Weil bei einer alten Version davon hatte ich da nur 5 Minuten Teile mal aufnehmen konnte. Du bist aber schon weiter als ich jetzt, ne? Nein, noch nicht ganz. Weg hier! Weg hier! Ha! Das. Ultra-Zeitbombe. 31 Schaden. Ich musste es ja sagen. Ja. Ich musste es ja sagen. Warte kurz. Und dann heile dich mal wieder hoch. Ja. Das, genau. So. Bonbon. Bonbon. Mach Afbö wieder heile. So. Frisch gestärkt von Bonbons. Das habe ich auch nicht gereiht. Warum, Bonbons dich so motivieren, dann wieder nicht zu sterben. Hä? Oder Schokolade und... Honig! Ja, würde aber ich sagen. Warum Walnüsse, ausgerechnet Walnüsse, dann Mana heilen? Ich meine... Weil die nicht gesund genug sind. Ja, aber... ich versteh's nicht. Guck mal, da haben wir den Bonbon wieder. So. Und jetzt zeigt dir OP-Nico mal, wie man das macht. Genau so nämlich. Und dann noch einmal. Nice. So ein schön Double Kill hier, ne? Kennst du, ich wette, du verreckst aber meinen Boss. Quatsch. Wenn du einmal gestorben bist, dann bin ich dran. Dann wechseln wir ab. Und ich wette, ich sterbe nicht einmal. Ich habe nämlich eine Strategie für den. Was ist eine Strategie für den? Ich habe auch eine Strategie für den. Ja, das will ich sehen. Ich sag's dir nur nicht. Ich werde sie auch nicht auf. Ich zeig's dir nämlich auch nicht. Also, wo wir gerade. Fällt mir wieder ein, wir hatten vorhin drüber geredet. Smash Brothers hast du noch nicht so intensiv gespielt. Da wir aber auf dem Smash Brothers Games Kanal sind, müssen wir das Rollenspiel nochmal spielen. Zumindest ja, du darfst mich gerne mal so richtig nach allen Regeln der Kunst an die Wand klatschen. Also ich hab halt... Irgendwie alle paar Minuten. Ich weiß nicht, ob das der ROM ist, oder... Ja, aber das ist nicht regelmäßig genug dafür. Ich guck gerade, alle 2 Minuten bisher. Ernsthaft? Alle 2 Minuten? Ja, zumindest jetzt gerade. Ja. So... Ja, was hast du eigentlich zu meinem Zimmer? Das habe ich jetzt gerade fertig eingerichtet. Da hängt Batman, da hängt eine Mülltüte. Ja, braucht man auch, ist wichtig. Also. Und anstatt Jalousien hänge ich ein Handtuch am Fenster. Ja klar, reicht doch auch. Also, ich habe manchmal bei mir zu Hause, wenn ich keine Lust habe, das Rollo runterzumachen, dann lasse ich es halt oben. Aber Handtücher habe ich eigentlich noch nicht genommen. Doch einmal. Oh, diese gute alte Bossmusik, ey, ich liebe sie. Dachte ich auch gerade. So wirklich, die sagt dir einfach, bam, Alter, du kämpfst gegen den Boss. Wir reden. Ja, ist klar.
Meine Mutter. Nicht schon wieder. Alter! Das ist aber auch mal gut. Ich glaube, ich bin demnächst dran. Ich glaube nicht. Das sieht aber schlecht aus für dich. Ja, ein bisschen. Guck mal, er hüpft. Und du bist tot. Jetzt ja, das immer ist... wie ein gefleischtes Zyklo Mario Spieler. Ach, warte, das konnte man, da hat man diesen komischen Ultra Dodge, ne? Genau da oben war das. Oder auch nicht? Doch. War das hier? Ja. Ach ja, genau, das gab ja diesen. Jetzt versucht er die ganze Zeit hinter mich zu. Vor mich zu springen, oder wie auch immer man in die Richtung. Oh ja, ich hab vor allem den Anfang. Und vor allem, war er ja nicht so heftig, von daher kommt man da auch ohne Probleme, das halt zu so machen. Oh. Ich hab's dir gesagt. Das war's. Ja. Mich auch, ey. Ja, eigentlich wollte ich auch noch, dass Faxe dabei ist, aber der ist faul herzufahren. Es sind doch nur 80 Kilometer. Echt mal, nur 80 Kilometer. Ich bin hier 100, beziehungsweise mit den ganzen Umwegen, die ich gefahren bin, glaube ich 130 oder so. Ja, 80 Kilometer. Ich dachte gerade, was willst du mir sagen? Ja, klar. Ja, nein, wir reden gerade von Strecken. Ich rede gerade von Bacon. Ah, von Bacon, alles klar. Ja, ich rede 30 von Bacon per Bacon. Ja, 30 Bacon per Bacon. Jetzt mal echt dabei sein müssen. Das war so geil, als wir auf einen gegrillt haben. Beziehungsweise gebrutzelt. Ja, weißt du, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo du bist, ne? Und sagst mir nicht ein einziges Mal, dass du bei Hendrik bist. Was ist jedem gesagt, nur mir nicht. Wieso sagen die das denn nicht? Du sagst die sagen, ich frag so, wo ist eigentlich Kevin? Der ist nicht da. Ich, also dem, muss ich jetzt jedes Mal, wenn du Kevin sagst, das muss ich jedes Mal auspiepen, ja? Weil natürlich niemand wissen soll, wie ich heiße. Ja, dann musst du meinen Namen aber auch auspiepen. Achso, wie willst du denn nachher genannt werden? Gaius. Ultimus Gaius. Gaius Caesar. Kannst mich einfach Gaius nennen. Ultima Gaius? Ich wusste, dass das kommt. Es hat nur darauf der einen Laden, wo mir das gesagt, dass man dich so gerne nennt. Ja, ich weiß. Alter. Ach ja, einfach wir wollen nachher Asian-Nudeln essen. Hast du was dagegen? Nein, ich habe grundsätzlich nie was dagegen, wenn man was isst, außer es ist Fisch. Ich hasse Fisch. Ja, genauso. Fisch ist unglaublich eklig. Sind das wieder 2 Minuten gewesen? Boah, ja, ultra-lag! Kommt ziemlich genau hin. Boah, da stand sogar schon keine Rückmeldung oben. Ja, traurigste Musik im Spiel. Ja. Aber hey, das Geld hilft uns drüber hinweg, oder? Ja, nee, auch was ich richtig niedlich fand, also früher habe ich das gar nicht richtig gereiht, aber dieses kleine Mädchen, du gehst bis später. Und denkst so, Kind, ich komm nicht wieder, die verbannen mich, das sind alles Arschlöcher. Von wegen, ich komm nicht wieder, Alter. Die sollen mich die mal... Stadt? Ja. Du kommst doch nicht mehr wieder rein. Doch, ich bin mir ganz sicher, dass ich da irgendwann wieder reingekommen bin. Da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, ich habe mich da mit Luft hier reingeglitscht oder so. Okay. Ja, Glitch. Okay. Ja, hier noch irgendwie. Oh, wir haben hier richtig viel Kohle. Ja. Achso, die haben übrigens auch, du siehst es, Bonbons sind 5-mal so teuer. Ja, die haben ja, das wusste ich, dass die Sachen irgendwie ganz, ganz viel teurer gemacht haben. Ja, genau. Wie viel kostet das Lebenswasser? Ich hab's gewusst. Vorher 150, jetzt ja. 150. Ja. So, Bonbons haben wir, glaube ich, noch genug. Heilkräuter nehme ich mal eins mit. Das reicht auch erstmal. Wird man jetzt so oft vergiftet? Ja. Wie soll ich dich denn nennen? Ich heiße auf meinem Kanal Kilek. Also, Kilek. So, ich weiß nicht, kennst du Sequel? Sequel wollte ich schon sagen. Soul Calibur 2? Kann ich dir so nachher auch zeigen? Haben wir da vorne noch liegen? Ja, das weiß ich, dass ihr das liegen habt. Das haben wir bei Steffen häufiger mal gezockt. Aber sagt mir gerade nichts, nee. Der bei Steffen gezockt? Ja, der hat das auch. Also Soul Calibur 2 Steffen nicht, hat aber. Hat das garantiert nicht. Aber irgendein Soul Calibur Teil auf jeden Fall. Nee, Steffen hat das garantiert nicht. Das meinte er nämlich zu mir, als wir es erstmal gespielt haben. Ich spiele nie sowas oder ich hatte noch nie so ein Spiel, deswegen. Ich weiß, dass ich bei Steffen mal Soul Calibur gespielt habe. Merkwürdig. Ja. Egal, der kann mir vielleicht irgendwann mehr Mail was dazu sagen. Vielleicht macht er auch mal hier irgendwann mit, wenn er Bock hat. Ne, wir wollen nicht bleiben, wir wollen nur speichern. Yay, unser erster Speicherstand! Aha, Kilek. Den überschreiben wir jetzt eiskalt.
Was? Was? Ja, ich war da eh scheiße. Also, ach ich hab so, da, ach so, ich war ja. da nicht weiter. Mhm. Ja, du bist aus dem Quelldorf verbannt worden. Hau endlich ab. Danke. Ja, das sehe ich ja jetzt erst. Der hat einen Bart, der Typ. Ist das ein Bart gewesen? Ich glaube, das ist ein Bart. Ich geh nochmal. Oder das ist ein total hässlicher Mund. Nee, du hast recht, das ist ein Bart. Also ich meine, das könnte natürlich Alter, auch... das kommt genau hin mit den 2 Minuten, oder zumindest in etwa. Ja. Ich guck mal kurz, ob der hier irgendwie... Ich hoffe, Fraps bricht jetzt dabei nicht ab. Wo wollte ich gucken? Wo nehmen das da? Kommt vielleicht daher, dass dann irgendwie... Nee, das ist eine Datei. Das ist eine Datei. Wirklich. Ich hatte mal eine Version von Fraps, die hat dann halt irgendwie alle 3 oder 4 Minuten eine neue Datei aufgemacht und... Yeah. Ja... Das war dann halt auch blöd. Aber es hat dabei eigentlich auch nicht geleckt. Deswegen. Mir gerade mal auffällt. Boah, diese Scheiß. Weißt du, das ist wie Pokémon, ne? Gehst du in den Wald und das erste, was kommt, ist ein Raupi. Nee, Raupi ist er schon. Hornlio meinst du? Ein Hornlio und das vergiftet dich. Ich finde, der Typ sieht aus wie von den Village People. So mit dem Bart. Ja. So, weißt du, jetzt fehlt ihm nur noch so eine Leder-Polizei-Uniform und dann ist er der Wächter vom Village. Ja. So, wir nehmen die Abkürzung, ne? Oh, da war eine Truhe! Ja, da wäre Ingo Dorn bestimmt wieder drin oder so ein Scheiß. Meine Güte. Übrigens, Winkler hat bereits sein Ticket bezahlt. Ja, bitte. Ein Flug auf die Kanone. Ich glaube, ich habe die Abkürzung immer nicht genommen, weil ich trainieren wollte. Jetzt, wir sind schon Level 3 oder was? Ja, 3. Ich habe auf 3 gelevelt. Ja. Bisse. Ich bin OP-Leveler schlechthin, würde ich mal sagen. Kanone braucht ein bisschen. Ja. Jetzt. Fehlzündung. Was war denn kalter? Ja, Fehlzündung, noch ein Versuch. Wer traut sich den Böller anzufassen? Wusstest du, dass Aquaria auch im Original gar nicht Aquaria heißt, sondern Undine? Und ich weiß nicht, wie sie es übersetzt haben, aber. Das Aquaria also ich meine, nur Deutsch. Ich kann mir vorstellen, warum sie Aquaria genannt haben. Warum? Weil sie im Wasserpalast ist. Ja, aber Undine ist der Wassergeist aus dem Japanischen oder Englischen. Irgendwie so ein Scheiß. Ja, aber das haben die Übersetzer doch nicht gewusst. Ja, aber dann würde ich sie doch einfach Undine lassen, wenn das schon so heißt. Die haben doch auch ja. nicht aus Hagen Horst gemacht oder so. Oder ich das weiß nicht stimmt. Mal. Das, aber sie fanden Arme. Vielleicht, dass Undine irgendwie... Keine Ahnung, vielleicht dachte ich mir. Victor ist übrigens auch anders. Ich glaube, da ist Rolf oder so. Nee, ohne Scheiß. Ganz im Ernst, aber ich meine, ein Spiel, in dem der Ultratyp Rolf heißt, weiß ich nicht. Was heißt ein Ultratyp? Ja, Victor ist. Stirbt er nicht irgendwann? Was? Victor stirbt, weiß ich nicht. Wie gesagt. Hey Süße, wo ist dieser Aquarier? Ja, hey Süße. Hey Süße, wo ist dieser Aquarier? Oh je, wie peinlich. Hallo Aquarier, schön dich zu sehen. Willkommen! Was? Dieser 200 dieses, Jahre alt sein! Dieses Model haben sie ungefähr 5-mal im Spiel benutzt, eben. Dieses, wo er so. Ah, ja, ich weiß. Das ist einmal, als er das Schwert rauszieht. Ja. Er ist auch einmal ganz kurz ein X. Und, auf dem Wüstenschiff einmal. Ja. Bei dem. Eigentlich immer, wenn er total verdutzt ist, ne? Wenn er, also, ist, wenn das total so baff ist. Das ist nicht so. Nee, stimmt, aber. Also 10-mal höchstens.